The Chant geht weiter hier auf der Sekteninsel. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, bewerten, kommentieren, eure Meinung zum Spiel. Wie findet ihr es bis jetzt? Könnt ihr damit was anfangen oder sagt ihr, nee, hat mir gar nicht gefallen, die erste Folge ist nicht mein Ding. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ich bin gespannt. So, wir sollen Sonny finden, ich habe keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Aber ich finde es bis jetzt ganz cool. Sie haben sie abgebaut. Ja, na klar, die sind aus dem Bergwerk. Sonny! Endlich habe ich dich gefunden, wir müssen das Ritual wieder rückgängig machen. Was meinst du mit rückgängig machen? Das Ritual hat gezeigt, dass die Prismen etwas Neues und Mächtiges erschaffen können. Hier. Es steckt Macht in jedem Prisma. Und hier am Ende des Wegs ist eine Mine gefüllt von diesem Zeug. Du kannst unmöglich glauben, dass das was Gutes ist. Wir müssen das wieder hinkriegen oder von hier verschwinden. Ich gehe nicht von hier weg. Diese Kreaturen können niemandem etwas antun. Sie wollen doch auch nur leben. Und ich werde sie freilassen. Ich habe ihnen nämlich zugehört. Was hast du gehört? Was haben sie gesagt? Die Wahrheit! Ich habe Tyler von Anfang an gesagt, dass du schlechte Energie mitbringst. Okay, alle drehen durch. Ich muss sicher sein. Mein Geheimnis und meine Idee. Sonny, wo willst du denn hin? Bleib hier. Oh, alle drehen komplett durch. Die Mine. Sonny, er ist den Hügel rauf. Aber ich glaube, es geht ihm nicht gut. Und wir brauchen sein Prisma. Aber Kim ist verletzt und ich kann sie hier nicht alleine lassen. Ist schon gut. Du passt auf Kim auf und ich finde Sonny. Okay, aber sei vorsichtig. Nimm die Taschenlampe. Endlich eine Taschenlampe. Gott sei Dank. Wie verwende ich die? Okay. Ja, vielleicht geht die alleine an. Keine Ahnung. Ja, ich habe gelesen, einige finden die Grafik jetzt nicht so geil. Also ich finde die absolut ausreichend. Wenn ich bei Dead by Daylight kritisiere, ja, mittlerweile ist Dead by Daylight ja schon ziemlich angestaubt. Was? Nö, sieht doch noch voll gut aus. Reicht doch. Und dann wird bei sowas wieder gemotzt. Die Leute sind immer so kritisch. Ist doch egal. Ich meine, die Animationen sind ganz okay. Besonders in Cutscenes, finde ich, sind die Gesichter sogar sehr gut gelungen. Eben gerade dachte ich nur so, wow, sieht eigentlich ganz, ganz gut aus. Und für die Atmosphäre und so reicht's. Also ich finde nicht, dass das Spiel sich jetzt irgendwie genieren muss um seine Grafik. Was war denn das? Habt ihr es gerade gehört? Furzender Frosch? Okay, ich muss zum Bergwerk. Okay, ich habe eben gerade schon wieder irgendwas gehört. Und hier geht's zur Kommune. Ich denke mal, hier komme ich garantiert nicht durch, oder? Nope. Was ist das denn hier für ein Schleier? Okay, hier komme ich auch nicht durch. Kann eigentlich direkt das hier zu mir nehmen. Das ist der richtige Weg. Oh Mann, was denn hier passiert? Alles niedergebrannt? Dann eben woanders lang. Okay, die Insel wurde irgendwie brandgerodet. Da ist er. Gott sei Dank. Wie ist er da hingekommen? Wahrscheinlich durch die Hütte. Mom, Dad, ich schreibe euch, um euch darüber zu informieren, dass Ricky und ich nun verheiratet sind. Ich weiß, dass ihr ihn nie leiden konntet, aber er hat mir so viel über mich und das Universum beigebracht. Ich hoffe, dass ihr eines Tages sehen könnt, was für ein tiefgründiger, spiritueller und freundlicher Mensch er wirklich ist. Als kleines Mädchen habe ich immer davon geträumt, bei uns zu Hause in der Kirche zu heiraten. Ich hatte immer schon alles gedanklich ausgesucht. Das Kleid, die Blumen, einfach alles. Aber nach dem, was Reverend Jones getan hat, und es ist wahr, es ist mir egal, was ihr sagt, sollte es einfach nicht mehr sein.
Ihr sollt wissen, dass unsere Hochzeit, auch wenn sie etwas ungewöhnlich war, hier genauso schön war wie alles, was ich mir jemals vorgestellt habe. Das Einzige, was die Hochzeit wirklich perfekt gemacht hätte, wäre, wenn Tommy, Annie und ihr beide hier gewesen wärt. Ich habe mich mit Ricky unterhalten. Wir sind beide nicht mehr besonders wild auf diese spirituelle Gruppe. Wir haben sogar darüber nachgedacht, nächsten Sommer vielleicht wieder nach Hause zu kommen, aber nur, wenn Dad verspricht, kein Theater zu machen. Ich liebe dich noch immer, drücke Tommy und Annie fest von mir und sag ihnen, dass ich sie schrecklich vermisse. Deine Tochter Betty. Wer ist Betty? Kennen wir Betty? Film? Gott sei Dank sind hier überall Projektoren, ne? Moment, ich hab doch eben... Hab ich nicht eben einen Film eingesammelt? Upgrades. Aha. Nicht genug Ressourcen. Bestiarium-Eintrag freigeschaltet. Der Mimikriecher ist eine Pflanze mit vier Beinen, die sich durch eine parasitäre Form der Bestäubung fortpflanzt. Sie pflanzen ihren Opfern die parasitären Geistfresser ihrer Blumen ein. Einige Exemplare kehren jedoch auch mit geernteter mentaler Essenz zurück, mit der sie sich selbst bestäuben. Mit Hilfe dieser Essenz kann ein Mimikriecher jedes seiner Opfer zielsicher aufspüren und die Stimme deren imitieren, die dem Opfer am Herzen liegen. Warum erscheinen sie so viele menschlicher als alle anderen Nebelkreaturen? Okay, das sind irgendwelche kranken Freaks. Wow. Ah, okay, ich brauche das... Kim, hilf mir! Jetzt, weil ich hier einen Stein habe... Yo! Ah, ich habe auch eine neue Fähigkeit, und zwar... die Feinde von mir wegstoßen. Also diese Nebelwelt ist schon echt cool, aber es geht halt auch voll auf meine Psyche. Okay, wir brauchen hier einen Herzschlüssel. Würde ich sagen, erstmal nichts wie raus hier. Also ich mag die Mechanik dahinter. Inventar. Inventar voll. Warte mal, das ist doch das hier, oder? Kann ich aber nicht verwenden. Weil mir fehlt der Salbei. Hier ist wieder so eine Ritualtür. Hier ist ein lila, grüner Kristall. Die Schuld. Warum bin ich die sich schuldig fühlt? Warum kam Chester mit klar? Das war schuld dran, nicht ich. Okay, die Alte ist immer noch komplett Psycho und ich habe eine Abkürzung, glaube ich, jetzt hier. Yep. Feuerpeitsche. Klasse Feuer. Zusätzlicher Schaden außerhalb des Nebels. Heilig. Effektiv gegen Schwärme. Entzünde die Feuerpeitsche und greife die negativen Manifestationen an. Die heiligen Flammen werden sie zurückdrängen und dir dabei helfen, deine Psyche auf die prismatische Schönheit des Kosmos zu fokussieren. Sammle dornige Zweige und binde sie mit einer Ranke zusammen. Okay, let's go. Alright, alright. Warte, warte, warte. Ich nehme mal das andere Ding gleich. Au! Wow! Das ist nicht gut. Burn! Wollen wir hier zurückgehen? Ausgewichen und erledigt. Uff. Stopp. Ich will wenigstens noch einen Schuss haben.
Die Viecher sind ganz schön übel unterwegs. Vielleicht brauche ich dafür eine andere... Warte mal. Doch, jetzt habe ich eine neue Filmrolle. Was habe ich da vorhin eingesammelt? Ha. Ich dachte, ich hätte noch eine Filmrolle eingesammelt. Salz. Das gut, das Salz. Passender Herzschlüssel, so passend wie unsere Herzen. Ich werde dich für immer lieben, Ricky. Ja, ich brauche diesen Schlüssel. Very dringend. Oh, endlich. Salbei. Die liegen aber schon eine ganze Weile hier. Wahrscheinlich seit den 70ern. Betty, du weißt, dass ich dich liebe. Warum benimmst du dich so, wenn du weißt, dass es mich wütend macht? Du musst dich nicht vor mir verstecken. Ich weiß, dass du draußen beim Holzstapel bist. Ich liebe dich. Ich möchte nicht, dass du mich wütend machst. Ich schreibe diese Notiz, damit wir miteinander reden können, ohne dass einer von uns die Beherrschung verliert. Wenn du mir versprichst, nicht ständig Dinge zu sagen, die mich provozieren, dann verspreche ich dir, mit dem Trinken aufzuhören. Du weißt, dass ich nur trinke, weil ich aufgebracht bin, oder? Wenn wir unser Bestes geben, schaffen wir das gemeinsam. Wir brauchen einander, um das zu überstehen. Bitte, Betty. Ich liebe dich, Ricky. Das ist echt grausam. Tja, die sind irgendwie durchgedreht. Oh oh. Du hast mich nicht gerettet, Jess. Warte mal ganz kurz. Bam. Bam, ist hier denn noch irgendwas? Yep. Upgrade. Was kann ich denn hier upgraden? Mir Psyche durch Lavendel. So, ich nehme das hier. Das ist doch schon mal gut. Weil ich finde, das ist am wichtigsten. So, finde den Weg über den Fluss. Ich dachte, wir sind Freundinnen. Oh, wieder so ein Ding. Was bist du denn? Achso, ein Mimik. Mein Leben zerstört. Take it, Drecksvieh. Burn in hell, Mother F. Oi, 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 no. Oh nein, meine ganzen Sachen gehen kaputt. Boah, ich wollte dodgen. Aber ich war dann in der Animation. Okay, den hätten wir. Boah, das ist halt nervig, das Vieh. Komm, gib ihm. Boah, böse, böse, böse. Ist gar nicht mal so easy. Nö, meditieren ist nicht drin. Ja, man hat echt wenig Stuff. Warte mal, war das Herzding nicht oben? Bams. Komm ich jetzt irgendwie hier wieder hoch? Ah ja, da drüben. Soll ja auch Survival Horror sein. Warte, 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 warte. Wo, wie, wo, was? Ich weiß gar nicht jetzt mehr, wo das war. Für wem tust du das alles? Für Kim? Für mich? Nur für dich?
Wow! Komm, beeil dich. Hier. Let's go! Muss da weg! Oh, was? Okay, wie soll ich die denn plätten? Meine Psyche war komplett kaputt. Für wen tust du das alles? Für Kim? Für mich? Nur für dich? Komm schon! Okay, ich hätte gleich hier eine kleine Meditier-Session machen, aber ich dachte, ich könnte vielleicht eventuell entkommen. Aber leider ging das nicht. Jetzt mal Schluss hier mit den Drecksmücken. Ich hasse dich. Fick dich, Betty. Fick dich. Ich hasse dich. Natürlich tue ich dir weh. Du hast es verdient. Fick dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Deine Visage. Ich hasse deine Stimme. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich vermisse dich. Oh nein, die kommt wieder? Oh, no way. Alter, das ist ja richtig mies. Ich habe auch gar keine Materialien mehr. Habe ich jetzt genügend fürs Basteln? Es könnte sein, dass es reicht. Und ich habe einen Film, den ich mir angucken kann, aber irgendwie habe ich Angst, dass das Vieh da reinkommt. Es kommt da rein. Es kommt da easy rein. Wie ich das einfach nicht loswerde. Mach die Tür auf! Mach doch die Tür auf, verdammt! Moment, was für ein Symbol weist es ab? Hier. Ich glaube, er ist da lang. Liegt da vorne noch irgendwas? Boah, Alter. Oh, die kommt direkt wieder. Lass mich gleich. Oh, wenigstens kann ich eine Waffe wieder herstellen. Direkt machen. Uiuiui, Alter. Wie du halt auch wirklich nichts hast. Warte, ich gucke jetzt erstmal hier, ob da noch irgendwas ist. Na, den Film konnte ich nicht angucken. Wenn das Vieh kommt, bin ich erledigt. Also, rennt ihr nicht unbedingt weg. Upgrades. Alright, klingt gut. Oh nö! Auch zwei von denen? Eieieiei. Au! Wo bin ich hier gelandet? Ist das optional? Ingwer in der Dose. Nee, das ist die Mine. Da muss ich hin. Boah, ich kann nicht mal meditieren. Ich hab nothing. Ein bisschen Heilung habe ich. Aber an sich sieht's ultra düster aus. Bah! Kalt. Yo, Sonny! Seine Angst war Versagen, ne?
dass seine Familie und sein Vater enttäuscht, weil er aus reichem Hause kommt. Sunny, das wird nicht gut enden. Sunny, was tust du da? Du kannst mich nicht aufhalten, Jess. Genauso wenig, wie du deine Schwester aufhalten konntest. Halt die Klappe! Du bist allein. Voller Angst. In der Dunkelheit. Jetzt weißt du, wie sich deine Schwester gefühlt hat. Als sie ertrunken ist. Die Kristalle und Medizin. Sehr subtil. Aber ich kann's sehen. Was ein Psycho, Alter. Bekomme ich jetzt einen Schlag? Wenigstens etwas Licht. Oh, was ist das denn jetzt? Elektrische Sicherung. What? Alter, was bist du denn? Oh Gott, Freunde. Ich kann halt nicht meditieren. Lavendel. Lavendel ist gut. Lavendel ist Leben. Ach, und da muss jetzt die Sicherung rein. Hier geistert irgendwo ein unheimlicher Frosch rum. Irgendwo hier ist ein spooky Killerfrosch. Ich glaube, ich kann nicht hier hoch, weil sie zu viel Angst vor der Dunkelheit hat. Ich glaube, wir müssen hier lang. Oh, ich höre doch was. Was war das? Irgend so ein abgefahrener Frosch, ey. Ich habe doch gesagt, ein furzender Frosch ist hier unten. Das sollte funktionieren. Oh. Dreck! Warte, warte, warte. Oh, wow, wow, wow. Wow. Oh mein Gott, 3 von denen! Bam! Explodiert das Ding? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay. Ist ja widerlich. Also mit den Viechern habe ich nicht gerechnet. Forschung. Den haben wir noch nicht drin. Also mit diesen abartigen Froschmonstern habe ich nicht gerechnet. Aha. Okay, da haben wir eine Information. Die haben das damals schon alles gesammelt. Eine Unart der Wabenkröte, die auf Glory Island beheimatet ist. Sie ist von parasitären Nebelwürmern befallen, die nahe Prismenvorkommen zu finden sind. Die Würmer mutieren die Kröten, sobald sie Prismenenergie ausgesetzt sind und ersetzen mehrere Organe der Kröte, beispielsweise ihre Zunge, wodurch sie anschwellen. Wie geht's? Ätherisches Öl. Verlangsamt Gegner und schadet ihnen. Oh, crap. Oh mein Gott, du bist ja riesig. Bah!
Hier, nimm mal ein bisschen ätherisches Öl und dann brenne ich dir deine hässliche ätherische Fresse weg. Toll. Kann ich nochmal zurück? Das ist gut, dass man sich immer zurückziehen kann. Okay. Burn! Du riesige Dreckskröte! Nochmal geslowt. Ich glaube, sie ist erledigt. Bah, widerliches Mistvieh. Noch eine Sicherung. Alright. Bisschen Prisma Juice. Aber langsam gehen mir schon wieder hier die Ressourcen fürs Kämpfen aus. Ich frag mich, wie sie das lösen. Weil bei der Fliegen-Lady konnte ich ja nur wegrennen. Bitteschön. Gern geschehen. Erst mit Sicherheit hier lang. Oh, meditieren. Ich habe noch ein Ding zum Leveln. Ich habe gesehen, viele Sachen brauchen zwei. Ja, durch Lavendel. Körperanzeige vergrößern. Was bedeutet das? Das wäre eigentlich ganz nice. Geistanzeige vergrößern. Oh yes. Oh yes, das ist gut. Wow. Was ist das hier? Sektendorf. Los, mach auf! Wisst ihr nicht, wer ich bin? Los! Okay, da kann ich nicht durch. Da brauche ich... Hat er den? Wahrscheinlich, ne? Yo, Freak! Hat der Würmer und Maden am Arm hängen? Parasiten? Das ist irgendwie ganz schleimig, der Dude. Wie komme ich da rein? Fenster mit einem Stein einwerfen. Problem gelöst eigentlich, ne? Tür ist verriegelt. Aber die Grafik erinnert mich so ein bisschen an Dead by Daylight. Ich weiß auch nicht, oder? So... Dieses Dreckige irgendwie. Lass Dead by Daylight in Ruhe. Ja, aber ich habe 600 Stunden in Dead by Daylight. Nur, ich habe 3000. Das ist immer geil, wenn du sagst, ja, ich habe 600 Stunden in Dead by Daylight. Nur, ich habe 3000. Haha, Kies, das ist doch noch gar nichts. 5000 Stunden. Alles auf Max-Level und Prestige. Sorry, ich habe halt noch ein Leben. Und mein Beruf ist es zu zocken. Ich zock genug jeden Tag. Muss meine Taschenlampe ist jetzt durch ihn irgendwie kaputt gegangen? Sir, ich bedauere Ihnen mitteilen zu müssen, dass sich die Lage in der Mine verschlechtert hat. Unter den Arbeitern herrscht ein Zustand beträchtlicher Unruhe. Schlägereien sind in den unteren Klassen nichts Ungewöhnliches, aber was hier passiert, ist alles andere als normal. In der letzten Woche starben allein 3 Bergleute infolge von Streitigkeiten und 6 weitere aufgrund diverser Unfälle. Wenn das so weitergeht, könnte der Mangel an Arbeitskräften unsere Jahresproduktion um bis zu 15% verringern. Ich habe keine Mühen gescheut, um der aktuellen Situation auf den Grund zu gehen. Jedoch habe ich bisher keine Hinweise auf werkschaftliche Unruhestifter oder Sabotage gefunden. Mr. Clarence vermutet, dass die Unruhen mit den kürzlich entdeckten Kristallvorkommen zusammenhängen könnten. Aber das glaube ich nicht.
Meines Erachtens ist das alles auf den schwachen moralischen Charakter und den angeborenen Mangel an Disziplin der Arbeiterklasse zurückzuführen. Die beste Reaktion ist eine feste Hand. Aus diesem Grund habe ich unverheiratete Frauen und Alkohol aus dem Lager verbannt. Wie ich in meiner letzten Bericht erwähnte, empfehle ich das Einstellen weiterer bewaffneter Wachen. Ich bitte Sie eindringlich darum, dies zu erwägen. Mit 20 weiteren Kräften und gut bewaffneten Männern, die die richtige Einstellung haben, können die Arbeiter wieder gefügig gemacht und verlorene Produktivität kann wieder eingeholt werden. Mit freundlichen Grüßen, J.S. Campbell, Manager, bla bla bla. Manager, Sklaventreiber, Arschloch. Ja, bitte. Oh, ein Lehrfilm von Kreis Industries. Letzte Nacht entdeckte ich noch eine Nebelkreatur. Ein humanoides Kriechtier, das ich Mimikriecher nenne. Wenn sich sein gepanzertes Gesicht öffnet, wird seine schöne Blüte sichtbar. Diese Blüte wird von parasitären Kreaturen bestäubt. Können Mimikriecher auch noch auf andere Weise bestäubt werden? Sie scheinen sich fortzupflanzen, aber nicht aus eigenem Instinkt oder Verlangen heraus. Das heißt also, du hast sie geschändet, die armen Tiere. Kranke Schwein. Ah, ich habe die vielleicht liegen lassen, die alten... Oder? Keine Ahnung. Anscheinend muss man sie mitnehmen. War mir so auch nicht bewusst. Was war das für ein Geräusch? Mutierte Pferde. Okay, die Taschenlampe geht noch. What? Okkultist ist... Shut the fool up! Oh Gott! Der Pferdemann! Weg mit dir, du kleiner Lumpi! Okay, ich kann mehr Feuerwaffen machen. Gräber! Das finde nehme ich alles. Alles meins. Ey, Freak! Hör mir doch zu! Halt an! Lass mich in Ruhe, du Hexe! Sonny, mach das nicht! Sie ist aber auch die Einzige, die irgendwas unternimmt, ne? Charles Manson da drüben, der dreht komplett am Rad. Bleib stehen, Sonny! Betrügerin! Hör auf, mir nachzulaufen! Fuck! Wow, wow, ho, ho! Ah, au, Alter! Gib dir wieder so eine Zuhälterschelle. Au! Boah, was war das? Ein Bär? Weil die haben ja alle hier diese Tiermasken an, von dem am Anfang gesprochen wurde. Einer war ein Pferd, Widder, Bär. Liebe Maude, ich hoffe, dass es dir Arthur Millie und deinem Mann gut geht. Ich bin froh, dass er laut deinem letzten Brief wieder Arbeit gefunden hat. Ich bin bei Glory Island Mining angekommen, doch die Arbeitsbedingungen sind ungünstig, um sich zu organisieren. Es scheint, als wären alle Männer hier besessen von einer Art Kristall, der hier vorkommt. In jeder Diskussion denkt jeder nur an sich selbst. Es kommt mir beinahe wie eine Art Goldfieber vor. Die Besitzer haben mit der üblichen Unbarmherzigkeit reagiert. Die Vorarbeiter und ihre Schläger behaupten, die Ordnung wahren zu wollen, haben aber mehrere Arbeiter umgebracht und ihr Hab und Gut gestohlen. Ich hatte damit gerechnet, dass die Leute dadurch eher dazu angeregt werden, sich zu organisieren. Doch stattdessen denken alle nur an sich selbst und diese verdammten Kristalle.
Derzeit denke ich ernsthaft darüber nach, hier zu verschwinden, sobald die Ausgangssperre aufgehoben wird. Bitte Grüße A&M, herzlich von mir, dein dich liebender Bruder Charlie. Okay, die sind alle hier durchgedreht, alle wurden greedy und gierig. Naja, er kann ja auch nicht verlieren, nicht zurückstecken. Er ist ja auch irgendwie habgierig, Sonny. Alright. Habe ich jetzt im Inventar? Yes. Das waren die Lager. Der Arbeiter. Boah, ich bräuchte ein bisschen Heilung. Ich habe eine Idee. Vielleicht kann ich jetzt das hier verbessern. Moment. Nee. Doof. 3 brauche ich für das hier. Geht leider noch nicht. Dornige Zweige. Das wird ein Raum, wo ich Schutz suchen kann. Eine Schwellkröte voll mit ausgewachsenen Nebelwürmern, die regelmäßig Eier in den verbliebenen Organen der Kröte legen. Die dadurch verursachten Schmerzen lassen diese laut aufschreien. Sezierungen bringen nur inaktive Eier zum Vorschein, was sie wohl zum Schlüpfen bringt. Bloß nicht schlüpfen lassen. Boah. Widerlich. Warte mal, hier geht's auch noch lang. Nee. Hier geht's nicht lang. Ich hab mich geirrt. Du kriegst mich nicht, Chef. Ich werde erfolgreich sein. Nicht du. Freak. Totaler Freak. Sonny, du blutest. Hör auf. Boah, bin ich nicht auch eben auf Scherben getreten? Ihre Chakren waren schmutzig. Meine nicht. Warte, was treibt der da drin? Bah. Verstümmelt er sich jetzt selbst? Es ist hier. Es ist hier. Ich kann es riechen. Es ist hier. Es muss einfach hier sein. What the fu, Alter. Was zum Teufel machst du hier, Jess? Jetzt auf, Sonny. Das ist... Ich verstoße. Verdammt, bleib jetzt stehen. Okay, egal. Ich hätte Wut eh nehmen müssen, weil ich ja Ding leveln will. Weil ich das hier leveln will. Yes, endlich. Jetzt bin ich wieder voll geheilt. Alle hier durchschauen dich, Jess. Eine Versagerin, ein Niemand. Yo, 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 lass die Tür offen. Hör mir doch zu, halt an! Ich teile nicht mit dir, Jess. Das ist meins. Das ist meine Chance, meine! Okay, ist definitiv Gier seine Motivation. Oh oh. Lauf mir nicht nach! Glaub mir, Sonny, ich will das nicht. Boah, geil, eine Feuerpeitsche. Verriegelt. Irgendwas ist hier doch, oder nicht? Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, ich kann Salz auch auf den Boden werfen. Alter, was bist du denn für einer? Ich glaube, ein Bär wieder. Gib ihm. Not bad. Da oben. Wieder oben. Oh, snap a doodle. Was haben die vor? Warum braucht der Aufzug denn so verflucht lange? Ah, die ziehen aber gut ab, da werden sie treffen. Au! Ah!
Komm schon. Wow, wow, wow. Oh nein, das ist ja noch ein Yogi-Bär. Alter, was kommt hier alles? Muss gehen. Sorry, Jungs. Adios. Oh, was war das denn? Alter, wie viele Kreaturen gibt's denn in diesem Spiel? Hui, knappe Kiste, du. Knappe Kiste. McGregor und ich sind der Meinung, dass die Kristalle den menschlichen Verstand beeinflussen. Wir vermuten, dass sie auch mit einigen der seltsamen Vorfällen in Verbindung stehen, die hier vor sich gehen. Es klingt absurd, aber wir können uns keine andere vernünftige Erklärung vorstellen. Der alte McGregor. Der Bürger nutzt seine ätzende Gallenflüssigkeit und seine spitzen Vorderläufe, um Sehnen reißen zu lassen und sein Opfer so für den Transport in seinen Bau bewegungsunfähig zu machen. Die Galle ist so ätzend, dass damit sogar feste Gestein geschmolzen werden kann. Wir müssen einen Bürger fangen, um das Portal erschaffen zu können. Einzelne schlafende Bürger wurden in primitiven Bauen aus Biomasse gesehen, die sie nur verlassen, wenn sie bedroht werden. Sie durchlaufen eine Metamorphose. Erinnert so an klassische Spiele wie früher, so ein bisschen The Suffering, Obscure. Obscure hatte ja auch Pflanzenviecher. Finde ich gut. Gibt viel zu wenig solcher Spiele. Ich teile nicht. Hab ich immer. Doch diesmal nicht. Nix da. Ich bin so nah dran. Ich bin so glücklich. Oh, das wird großartig. Beifuß. Okay. Kann ich herstellen. Ja, mach mal eins. Aber ich kann ja hier immer noch nicht rein. What the... Das war dann wohl der Würger. Dieser Kristallanhänger wurde aus Aptit gefertigt. Der Kristall stärkt deinen Ehrgeiz und dein Selbstbewusstsein. Wird in diesem Prisma eingestaute negative Energie freigesetzt, kann diese den Wesen um dich herum schaden. Klingt sexy. Neue Fähigkeit, Kosten 2. Eieiei. Sunny! Oh, verdammte Scheiße! Okay, hier liegt nix. Zum Teufel! Geht ab! Oder scheiß die von mir runter! Nein! McGregor wurde durch den Einsturz verschüttet. Die Wartungsarbeiten waren schon immer mangelhaft und wurden trotz unserer Beschwerden nur noch nachlässiger. Wir hätten ihn da mit einer schnellen und kontrollierten Explosion rausholen können. Wir hatten das Dynamit da, aber jemand hatte all unsere Zünder aus den Vorräten geklaut. Ich habe sogar oben nachgefragt, aber niemand wollte mir einen Zünder geben. Ich wurde nur beschimpft. Jetzt ist McGregor tot. Ich werde jemanden umbringen, das schwöre ich. Der alte McGregor ist jetzt tot. Doch, ein langer Doch, der einer Sprengkapsel eingefügt werden kann. Sieht aus wie eine Lunte oder so. Oh, hier sind die Kristalle oder so, ne? Ja, nice. Oh, warte. Nee, das ist nix. Are you ready? Was war das? Ab durch die Nebelwelt. What the? Oh, no. Was
Warte, kann ich das jetzt irgendwie zusammenbauen? Nein, da kommen sie. Oh, Kot. Ey, ich glaube, ich renne lieber weg. I think. Ich renne lieber weg. Aber die Fähigkeit ist ja grob. Ich habe den direkt zerfetzt, Alter. Ich spüre es. Meine Chakren und das Brennen. Müsst ihr ohne Kristall jetzt nicht auch irgendwie hier durchdrehen? Das ist nicht das, was ich wollte. Das wurde mir anders versprochen. Blockiert. Das muss irgendwo anders durchgehen. Hexenstab erhalten. Okay, warte mal. Den will ich mal aus. Stellen Geist wieder her. Du schaffst das, Jazz. Hier ist nix. Hier drin kann man halt voll schnell was übersehen, ne? Oh, wann hört das endlich auf? Komm schon raus aus der Zone. Lavendel, nice. Ich glaube, jetzt wird's übel. Yep. Salbei. Boah, hinter mir ist auch noch einer. Drei. Gib ihm. Die scheinen schon mal dafür sehr anfällig zu sein. Okay, die Fähigkeit ist echt strong. Oh, kann ich mir direkt einen reinkahlen? Sagt das heutzutage noch jemand kahlen, ne? Das ist auch so ein Wort. Ich geh kahlen, Alter. Was heißt das? Essen. Bei uns in der Gegend zumindest. Ich weiß nicht, ob es ein regionales Wort ist, kann ich nicht sagen. Ich kahl mir einen. Die Würgerkönigin hat das Sagen in einem Würgernest und entsteht, wenn ein Würger innerhalb eines Brutobaus eine Metamorphose durchläuft. Die Würgerkönigin kann in kurzer Zeit tausende Eier legen und dabei gleichzeitig das gesamte Gebiet um sie herum in einen Bau verwandeln. Die Würgerkönigin lauert ihrer Beute auf und schleppt diese ins Zentrum ihres Baus, um sich an ihr zu laben. Die Essenz der Psyche und des Geistes, die sie dabei aufnimmt, ermöglicht es ihr an Größe zuzulegen und Würger in der Nähe beim Reifungsprozess zu unterstützen. Klingt nicht geil, so eine Würgerkönigin. Na, guck mal, hier in der Ecke haben sie auch wieder was versteckt. Dann kann ich direkt mal rein snackedudeln. Entschuldige. Bitte, bitte gib mir noch eine Chance. Eine einzige Chance. Oh, scheiße, Sonny. Was ist dir passiert? Jess, hinter dir.
Eieiei! No me gusta! Ah, schmeckt's! Das Weib, lass mich gehen! Oh, ja, wow, 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 wow! Das ist so widerlich! Alter, saugt sie jetzt an ihm rum? Scheiße, nicht noch mehr. Oh, die Kleinen! Sicher jetzt erst. Moment, hier liegen Sachen rum. Mitnehmen. Mitnehmen. Ja, ich dachte, ich hätte... Mitnehmen! Mitnehmen! Weiche! Au! Au! Wow, 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 jetzt dreht sie gerade richtig durch. Ich will aber hier noch hinten. Okay, okay, ich hab's verstanden. Dangerous! Und jetzt wieder ihre Brzezinskis. Diese Drecksviecher. Alter, sind die ekelhaft. Okay, ich brauche irgendwas Neues. Au, oh, die Säure. Sonny, es wird alles wieder gut. Als ob, guck dir den nochmal an. Oh, das hat Cooldown. Noch nicht? Mist. Das wird nicht gut, Alter. Alter, der Arme. Du hast jetzt Frieden, Sonny. War da noch Loot? Das ist mein einziger Gedanke, der arme Sonny. Sonny, Sonny, irgendwie heißt er mal anders. Eigentlich Sonny, wie Sonny und Cher. Oder aus Der Pate. Inventar voll, was habe ich denn voll? Was ist das? Ach, ich kann das auch herstellen. Feueröl. Oh, cool. Beifuß. Kommst du her? So, wie viele habe ich denn jetzt hier für die Upgrade 2? Davon kriege ich eigentlich gar nichts, ne? 3 brauche ich.
1 Nit 3. Ich würde dann das hier nochmal verbessern. Da war doch aber noch bei der Windmühle irgendwie was und so. Und jetzt soll ich aber wieder zum Retreat zurückkehren. Ha. Habe ich super viel Zeug noch oder bilde ich mir das ein? Jetzt kann ich auch hier durch. Warte mal, lass uns erstmal hier noch ein bisschen umgucken. Du hältst dich für klug. Doch das bringt dir nichts. Alright. Salz. Was haben wir hier? Ein Hexenstab. Geil. Ich werde Papas Kristalle nicht anfassen. Ich werde Papas Kristalle nicht anfassen und so weiter und so fort. Aber ich möchte sie haben. Okay, die Kristalle haben die Leute auf jeden Fall total zum Abdrehen gebracht. Sonst nichts hier. Nö. Also ja, bis jetzt finde ich es eigentlich ganz cool, das Spiel. Wow. Alter. Oh nein. Okay, gib mir eine Minute. No. Ah, nervig. Hasse dieses Vieh. Muss ein bisschen meditieren, sonst kriege ich hier nicht. Game over, Mistvieh. Es wird immer offensichtlicher, dass ich niemanden in den Minen trauen kann. Ich weiß ganz genau, dass mich alle beklauen. Jedes Mal, wenn wir einen Kristall finden, sehe ich, wie die Männer ihn angaffen. Sie denken, ich höre ihren Flüstern nicht, aber das tue ich. Sie begehren die Kristalle, sie stehlen die Kristalle. Das weiß ich ganz genau, daran gibt es keinen Zweifel. Sogar die Vorarbeiter haben mich im Stich gelassen. Sie sind nicht loyal, sie gehorchen mir nur aus Furcht. Gut so, das sollen sie ruhig. Ich werde die nötigen Maßnahmen ergreifen, um mit diesem Dieben fertig zu werden. Um die Diebe wurde sich gekümmert. Um genauer zu sein, um einige der Diebe wurde sich gekümmert. Ich habe mit den Schlimmsten angefangen, aber wie kann ich ein Dieb schlimmer sein als ein anderer, wo sie doch beide stehlen? Und sie alle stehlen, jeder einzelne von ihnen. Und wenn sie gerade nicht stehlen, planen sie ihren nächsten Diebstahl. Wenn ich mich um jeden einzelnen Dieb kümmern muss, wie komme ich dann an mehr Kristalle? Eine echte Zwickmühle. Wenn ich es schaffe, die maskierten Fremden oder die Kreaturen, die ihnen folgen, besser zu kontrollieren, werden mich die anderen vielleicht endlich fürchten. Ich glaube, ich weiß auch wie. Wenn es funktioniert, kann ich es mit allen gleichzeitig aufnehmen. Dann habe ich es hinter mir. Es wird diese Schlägereien und den Diebstählen Einhalt gebieten. Falls es funktioniert. Es wird funktionieren. Das muss es. Ja, also mal wieder das Motiv Nummer 1, Gier. Ach okay, dann hätten wir auch das mit der Windmühle geklärt. Oh, geil. Ingwer zum Schmatzen. Oh nein, Bienenmann. Run, 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 du musst da hoch.
Oh, ich hoffe, der kann hier nicht hoch. Bekomme ich damit Strom? Vielleicht kriege ich es ja zum Laufen. Maybe, baby. Passt genau rein. Gut. Ah, oh, hier fehlt irgendwas. Zahnrad. Scheit. Wo könnte das denn sein? Da drüben. Da ist noch irgendwas. Oh, da ist auch noch was. Go away! Oh, nee! Warum läufst du ihm hinterher, Jess? So was hast du nie für mich getan. Gott, ist das nervig. Noch einen Film? Bürgerkönigin, ja. Meine Forschung hat mehr über die Kreaturen zutage gebracht. Ich habe eine Kreatur entdeckt, ich nenne sie Bürgerkönigin. Sie verhakt sich in ihren Opfern, ehe sie ihren Geist verschlingt. Sie verweilt nicht und versteckt sich stattdessen gern zum Fressen. Diese Forschung darf erst zum rechten Zeitpunkt öffentlich gemacht werden. Zum Glück ist hier nicht allzu viel, das ich beseitigen muss. Oh, der hatte Spaß. Das ist der Pferdestall, da müssen wir nicht rein, wir müssen... diesen Bereich. Schnell. Boah, schnapp dir das. Dann stell ich hier durch. Oh nein. Oh Gott. Da rein. Das ist stressig, du. Mistvieh. Okay. Oh, ich hoffe, wir können irgendwann diese Drecks... Fliegenkönigin da draußen vernichten. Gegenstand, Getriebe für Windmühlengenerator Typ P2B. Zustand zufriedenstellend. Erwartete Restnutzdauer 2 Jahre. Grund für die Montierung. Diese Wichser sind völlig verrückt geworden. Ich drehe ihnen den Strom ab. Alright. Sonst ist hier nothing. Der wurde mit einer Spitzhacke ermordet. Run! Run nochmal! So, bitteschön. Ja, das war das Richtige. So geht's. Yes, baby. Und wo ist die Tür? Da hinten, ne? In die Richtung, glaube ich.
Und ich glaube, das Bienenvieh ist immer noch da draußen. Oh, wow, 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 wow. Oh, wow, 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 hier ist noch was. Inventar voll, shit. Da komme ich wieder raus. Das war nicht übel, Jess. Warte mal, was war das? So eins. Ich hol mir das. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Kehre zu Hannah zurück. Gedacht, dass Tylers Prisma-Quatsch funktionieren würde. Transzendieren? Was? Schnellreise? Hm? What the... Ja, aber wo geht's denn jetzt hin? Alles klar, es gibt eine Schnellreise. Wo zum Geier bin ich jetzt? What? Hier war ich noch gar nicht. Oder doch? Moment, klar waren wir hier. Das ist die Konservenfabrik. Ha, was ist denn der blaue? Gibt es einen blauen? Ist der blaue dann vielleicht irgendwie immer wieder zum... Moment, ich gehe nochmal zurück. Also im schlimmsten Fall gehe ich ins Gelbe. Gibt es Blau? Ja. Blau ist ja meiner. Ganz schön widerlich. Okay, führt der mich zum Retreat? Sieht so aus, ne? Oh, krass. Zweimal Lavendel. Ja, okay, der blaue ist der, der mich zum Retreat führt. Ja gut, kann man sich mal merken, ist ganz nützlich. Wo ist Sonny? Er ist... Der Nebel hat ihn... Er ist tot. Oh nein! Sag das nicht, Tyler. Zumindest noch nicht. Das wäre zu viel für ihn. Das hier ist Sonnys Prisma. Hilft uns das irgendwie weiter? Nein. Ich fürchte nicht. Alle Teilnehmer des Rituals müssen am Leben sein. Aber Tyler hat gesagt, dass Monroe Anton die Kreaturen und den Nebel vom Leuchtturm aus kontrolliert hat. Wer ist Monroe Anton? Ich glaube, Tylers Großvater. Maya hat gesagt, dass Tyler von dem Leuchtturm und seinen Eltern erzählt hat, wenn sie zu viel geraucht haben. Ich werde sie gleich fragen. Warte. Bevor du gehst, wollte ich dir das geben. Maya hat es irgendwo gefunden. Wenn Tyler das für real hält, dann muss er uns die ganze Zeit belogen haben.
Die Blonde erinnert mich an irgendeine Schauspielerin. Was habe ich jetzt? Funkgerät? Ein Funkgerät, das die Kommunikation über große Entfernungen verwendet werden kann. Ja, gut. Anna, waren das Sonny und Jess? Hier ist Jess. Sonny ist bei einem Unfall umgekommen. Maya, tut mir leid, aber Hannah sagt, wir müssen zum Leuchtturm. Wir sind in Gefahr. Ich brauche nur einen Moment, um mich zu beruhigen. Wir treffen uns vor der Küche. Kim hat uns gesagt, dass du als Kind deine kleine Schwester verloren hast. Wir waren in unserem Ferienhaus am See. Meine Schwester war wie eine Klette. Und dann hat Kim mir einfach so erzählt, dass da ein Schatz unten im See versteckt ist. Ich dachte, es wäre witzig, also habe ich gesagt, dass das stimmt. Dass ich ihn selbst gesehen hätte. Und dann schwamm sie raus. Ja. Eine 10-Jährige, die versucht, bis auf den Grund runterzutauchen. Um etwas zu suchen, das nicht da ist. Wieso hast du sie nicht aufgehalten? Kim und ich lagen mit Kopfhörern in der Sonne am Strand. Wir konnten überhaupt nicht hören, wie sie ins Wasser geht. Und auch nicht, dass sie um Hilfe rief. Ihr wart doch noch Kinder. Ach, das entschuldigt gar nichts. Wir hätten niemals gedacht, dass sie es tun würde. Ich weiß nicht, wer von uns mehr Schuld hat. Kim oder vielleicht doch ich? Ist aber auch egal. Wir hätten es wissen müssen. Jess. Keiner kann in die Zukunft sehen. Mein Sohn. Saver. Wir. Ich. Dachte, dass ein perfektes Kind keinen Impfschutz nötig hat. Als er krank wurde, da habe ich mir die Schuld gegeben, weil ich vieles ignorierte. Ich habe auf Leute gehört, die keine Ahnung hatten und alle ignoriert, die es wussten. Ich habe getan, was ich konnte, um damit abzuschließen. Aber ich würde ihn so gern ein allerletztes Mal noch halten. Ach, deswegen bist du hier. Aus solchen Gründen sind wir alle hier. Wir werden Kim retten. Ich verspreche dir, dass niemand mehr sterben wird. Wäre ich nur nie gekommen. Als Kim mich fragte, dachte ich, es könnte uns beiden helfen. Wie naiv. Und wie bist du hier reingeraten? Nachdem Saver starb, reiste ich durch Südostasien, um mich aufs Tanzen zu konzentrieren. Oh, wow. Sonny wollte, dass ich auf dem Ember Festival tanze. Hat aber leider nicht geklappt. Ja, das meine ich. Das sind alles eigentlich so Leute, die sich das leisten können. So in der Realität, ne? Hat man dafür gar keine Zeit. Trauer, ich kann es euch aus Erfahrung sagen. Es geht alles dann so schnell weiter. Und so schnell muss man wieder funktionieren. Dass man sich da ewig drin suhlen kann. Klingt so, als hätte sich Sonny übernommen. Er stand unter großem Druck. Das klingt verrückt, aber er hat mit mir in dem Nebel gesprochen. Kurz danach. Wirklich? Hast du ihn gesehen? Ich habe nur seine Stimme gehört. Von diesen Viechern. Ich bin so durcheinander. Glaubst du, die sind echt? Für den Moment auf jeden Fall echt genug. Aber was ist, wenn der Nebel dir etwas zeigt, das du sehen willst? Was meinst du? Keine Ahnung. Ich finde das alles einfach nur schräg. Mehr nicht. Tja.
Tja, wie komme ich jetzt hier durch? Hast du das gesehen? Saver. Maya? Das kann unmöglich echt sein. Du kannst unmöglich hier sein. Wie hast du hergefunden? Maya, wo willst du denn hin? Ich kann ihn sehen. Ich höre, wie er nach seiner Mutter ruft. Da ist aber keiner. Der Nebel lässt sich das denken. Hör nicht darauf. Maya, nicht! Warte! Maya? Maya, kannst du mich hören? Maya, bist du da? Chess. Keine Sorge, wir treffen uns im Leuchtturm. Wie war das? Sag das nochmal, ich höre dich schlecht. Tja, ich bin wohl auf mich gestellt. Mal wieder. Mal wieder auf mich gestellt. Mann, ich würde echt gerne weiterspielen, aber hier ist dann leider für diese Folge Schluss. Und wir sehen uns in der nächsten. Es ist ein cooles Spiel. Ich hoffe, ihr habt Bock. Gerne kommentieren, bewerten. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.